Also auf dem Programm stand eigentlich ganz nüchtern persönliche Verhältnisse des Angeklagten Joachim Wohlbergs. Dahinter verbergen sich natürlich hochemotionale Themen. Zum einen ging es um die finanzielle Situation und wie bestreitet man überhaupt die Kosten für so ein Verfahren. Des Weiteren hat Joachim Wohlberg sehr eindringlich geschildert, welche Auswirkungen die U-Haft und auch das Ermittlungsverfahren auf ihn und auch auf seine Familie hatte. Da ist es tatsächlich spürbar an die Nieren gegangen. Die Verhandlung musste auch mehrmals unterbrochen werden. Verständlich, wie gesagt, das sind sehr emotionale Themen. Joachim Wohlbergs wurde auch dazu befragt, wie sich denn die mediale Berichterstattung auf ihn ausgewirkt hat. Das hat er auch sehr klar geschildert, dass er darunter gelitten habe. Und für das Gericht ist es insofern wichtig, für eine mögliche Strafzumessung beim Urteil werden solche Dinge berücksichtigt.